Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als allererstes wollte ich mich für die 69 Abonnenten bedanken. Also echt vielen Dank. Und jetzt kommt eine Hoftour. Und ja, viel Spaß. Hier ist es halt noch ganz normal. Die haben hier Äpfel und so. Also es ist nur eine kleine Hoftour. Hier noch normal. Hier ist dann die Quartalhausstufe. Handy sei leise. Und das Quartalhaus Fohlen. Der heißt auch Rocky, also ist ein kleiner Hengst bei mir. Die haben hier dann halt Äpfel und so Minze halt. Ja. Ich glaube, ich werde sie Maya nennen irgendwie, ich weiß es aber nicht. Und hier ist dann halt auch alles normal. Hier, das ist nicht mehr überdacht. Und außerdem mit ihnen kommen auch bald ein FMA. Das hatte ich die Maya Hashtag Love gewünscht. Und mit denen kommen heute oder morgen auch ein FMA. Ja, hier ist dann halt so die Fläschchen und so für die Fohlen und... Hier sind halt so Bürsten und Striegel nur drin. Und in dieser anderen sind die Kadettchen nur drin. Und das ist die Susanne, die steht hier. Und außerdem sind alle Halfter jetzt eingeteilt. Das ist außerdem für Fohlen. Ja, hier ist der Galaxy Tornado. Und da ist der Tinte. Ja, und da ist der Baron. Und da ist die Coco und die Space und da ist die Lea, die bringt den gerade Futter. Hier ist dann auch normal, hier ist dann auch noch alles so normal, also mit normal meine ich auch, dass das halt so geblieben ist. Ja, hier ist dann so die eine Stelle mit denen und hier ist dann die Stelle, die eigentlich bei den Teilen wäre, bei den Einzelboxen. Hier ist auf jeden Fall einmal überdacht, da ist die kleine Snow, also das ist eine, auch noch eine kleine Hündin und heißt bei mir, denke ich jetzt mal Snow. Und die tut gerade fressen. Ich weiß, es ist gerade nichts drin, aber egal. Und da ist die Bella, die geht gerade ins Körbchen, was ich so süß finde, wie das aussieht. Und ja, und hier daneben ist das halt hier so. Ich weiß, das ist ziemlich klein, aber erstens ist ja nur Schleichpferde. Ich will es zwar realistisch machen, aber das ging einfach nicht anders. Ich habe sonst so eigentlich keinen Platz mehr hier so auf meinem Hof, um da halt so eine Box hinzustellen. Also schon eine Stelle bei mir hat die nicht gefallen. Und ja, bye!